In diesem Video möchte ich Ihnen das Modul TimeIt von Python vorstellen. Damit kann man die Laufzeit eines Algorithmus messen, und zwar mit verschiedenen Zusammenstellungen und mit verschiedenen Eingaben und so weiter und so fort. Hier habe ich mir was vorbereitet, nämlich zwei Funktionen. Einmal die binäre Suche in einer sortierten Liste und einmal die lineare Suche wiederum in einer sortierten Liste. Ich möchte beide gegeneinander vergleichen, und zwar nicht nur allgemein für eine einzige bestimmte Eingabe, wie zum Beispiel so eine kleine 10-20-stellige Liste, sondern ein bisschen gründlicher für verschiedene Listen, für verschiedene Größen von Listen. Und ich möchte auch explorieren, wie wirkt sich das gesuchte Element auf die Laufzeit dieser Funktion aus. So. Was brauche ich dafür? Dafür brauche ich das TimeIt-Modul. Das werde ich mir hier mit diesem Import TimeIt importieren. Und dann schaue ich mir an, was brauche ich dafür? So, ich möchte gerne diese TimeIt-TimeIt-Funktion benutzen. Das ist nur eine der Möglichkeiten, die das TimeIt-Modul mir gibt. Aber für dieses Video und für meine Zwecke ist es völlig ausreichend. Und es gibt auch natürlich mehrere Parameter, die ich einstellen möchte oder muss. Und zwar in unserem Fall werden wir nur drei davon einstellen, nämlich das sogenannte Setup, das sogenannte STMT, der Code, der getestet werden soll, und ein Parameter Number, eins nach dem anderen. Was ist erstmal dieses STMT, der Code, der getestet werden soll? Das wird tatsächlich diesem Modul oder dieser Funktion TimeIt als ein großer String übergeben. Das heißt, es ist kein Zeiger auf eine Funktion, es ist kein Zeiger auf ein Modul oder sowas ähnliches, wie man es vielleicht von anderen Programmiersprachen tatsächlich erwarten würde, sondern es ist wirklich ein String, ein großer String, der dann im Modul offensichtlich wieder auseinandergepflückt wird. Und was ich testen möchte, ist letztendlich, möchte ich eine Liste erstmal definieren. Sagen wir mal x for x in range. Und nehmen wir mal an, ich nehme erstmal eine kleine Liste von 100 Elementen. So, jetzt habe ich tatsächlich eine sortierte Liste. Das macht es einfach von 0 bis 100. Dann habe ich 100 Elemente. So, und dann möchte ich natürlich auch ein Element definieren, nach dem ich suchen möchte. Sagen wir mal 42. Und natürlich muss ich auch meine Linear Search machen wir mal Binary Search erstmal, Binary Search überhaupt ausführen. Und zwar muss ich ihm eine Liste zuschicken und das Element, das er suchen soll. So, das wäre dieser Testcode bin small für eine kleine Liste. Genau das gleiche kann ich mir jetzt noch ein zweites Mal definieren. Und zwar für einfach eine größere Liste. Also bleibt alles genau das gleiche, aber statt 100 Elemente werde ich 100.000 Elemente nehmen. So, was ist jetzt das Setup? In dieser Funktion, den Code, den wir ausführen wollen, haben wir bereits definiert. Wir werden auch Small und Large benutzen, darum kümmern wir uns später. Allerdings, was ist jetzt dieses Setup? Setup ist dafür da, um alles vorzubereiten für das Ausführen von diesem Code unter Test, der getestete Code. Was wäre sonst das Problem? Zum Beispiel benutze ich hier die Funktion Binary Search. Binary Search ist für dieses Modul, für das TimeIt-Modul, völlig unbekannt. Das kennt er nicht, das weiß er nicht, woher das kommen sollte, kennt er nicht. So, das müssen wir ihm irgendwie weitergeben oder damit er das sozusagen importieren kann. Eine Möglichkeit wäre natürlich hier die komplette Definition von Binary Search reinzukopieren. Ist vielleicht nicht so ganz schlau, wenn man es später irgendwie das Binary Search verändern würde und alle diese Testcodes würden dann kaputt sein und man muss sie eins nach dem anderen auch reparieren. Das ist nicht ganz so schlau. Was man machen kann allerdings, ist diese Funktion, die wir oben definiert haben, diese hier Binary Search, die kann man dem Modul TimeIt, man kann das Modul TimeIt importieren lassen. Das funktioniert so: from main mit diesen zwei Unterstrichen davor und danach, import binary search. Was macht er? Er importiert aus dem Modul main
Die Funktion Binary Search. Was ist dieses Modul Main? Das Modul Main ist da, wo wir gerade sind. Da, wo wir die Interpretierung oder das Skript überhaupt gestartet haben. Davon, das ist unser Main. Also im Moment befinden wir uns sozusagen im Modul Main. Und wenn wir das dem Modul Time zuschicken, dann weiß er, von diesem Modul importiere ich mir Binary Search. Als allerletztes Parameter, das wir noch nicht besprochen haben, ist diese Num oder Number in TimeIt. Number ist, wie oft soll der Testcode wiederholt werden. Wir fangen an mit 1, geht am schnellsten und am einfachsten. Und später werden wir sehen, wofür es man sonst noch benutzen kann. Wir führen jetzt den Code, so wie er im Moment ist, aus. Wir führen ihn sozusagen nur für dieses Small aus, um zu testen, dass alles okay ist. Und er sagt uns, Time in Seconds, das habe ich mir so eingestellt, hier so ein bisschen als Output, braucht er 3,8 allerdings e hoch minus 5. Das sind also ein paar Nanosekunden letztendlich, die wir da gebraucht haben. So, dann versuchen wir doch genau das Gleiche für Binary Search, allerdings mit der größeren Liste auszuführen. Dafür werde ich hier Large einstellen und hier für meine Ausgabe natürlich vernünftig umbenennen, sonst alles bleibt genau das Gleiche. Und jetzt können wir bereits ein bisschen vergleichen. 4,1 hoch minus 5 ist natürlich viel weniger als 0,02. Das ist für einen einzigen Durchlauf und eine einzige Suche mit der binären Suche. Jetzt wäre es natürlich viel interessanter, unsere Daten auch mit der linearen Suche zu vergleichen. Dafür muss ich jetzt ein bisschen was basteln. So, jetzt haben wir genau das Gleiche eingestellt, damit wir vergleichen können für kleine und für große Liste zwischen binärer Suche und linearer Suche. Mal schauen, was passiert. Gucken wir uns die Daten doch mal genauer an. Einmal haben wir binäre Suche 2,45 hoch minus 5 und einmal 2,14 hoch minus 5 für die lineare Suche. Hoppsa, binäre Suche ist langsamer. Die Zeit für die große Liste ist auch für die binäre Suche sogar langsamer, also längere Zeit, als für die lineare Suche. Was ist jetzt da los? Habe ich mich vertan? Die binäre Suche ist gar nicht schneller, wie ich dachte. Oder habe ich vielleicht meinen Test falsch designt und falsch ausgeführt? Und das ist tatsächlich die zweite Variante. Ich habe es einfach falsch gemacht. Es liegt daran, dass wir immer... Also es gibt zwei Probleme hier bei meinem Test. Einerseits suche ich immer nach dem Elementen 42. Der Element 42 in der kleinen Liste ist es ungefähr in der Mitte bei 100 Elementen. Vergessen Sie nicht, die Liste ist sortiert. Bei der ganz großen Liste ist es allerdings ganz, ganz vorne. Bei 100.000 Elementen bin ich ganz, ganz vorne mit der Suche. Das heißt, die binäre Suche, so wie wir sie kennen, die macht ja immer bei jedem Schritt die Liste doppelt so klein wie davor. Die nimmt nur eine Hälfte und sucht dort weiter. Das heißt, die Anzahl der Schritte, die die binäre Suche braucht, egal wo das Element liegt, ist eigentlich fast konstant. Nicht ganz, man könnte Glück haben zwischendurch und es ein bisschen schneller sogar haben. Aber prinzipiell ist die Anzahl der Schritte konstant, egal wo sich das Element befindet. Bei der linearen Suche allerdings, da wo ich bei dem ersten Elementen anfange und bei Nummer 100.000 aufhöre, ist es ein Riesenunterschied, ob ich ganz vorne suche oder ganz hinten. Das heißt, in unserem Fall haben wir der linearen Suche einen Vorteil verschafft, indem wir nach der Zahl 42 suchen, die ganz, ganz vorne ist. Das ist nicht fair der binären Suche gegenüber. Wie können wir das reparieren? Wir können, nehmen wir mal die binäre Suche hier erstmal, wir können statt 42 irgendein zufälliges Element auswählen aus unserer Liste und danach suchen. Wie könnte das funktionieren? Zum Beispiel mit randint zwischen 0 und der length von myList. Und dann suchen wir eben nach diesem Elementen, der jetzt zufällig ausgeführt wird.
Diese Zeile kann ich mir jetzt überall reinkopieren, da wo ich definiere, welches Element gesucht wird. Und dann führe ich es das mal aus. Ups, was ist passiert? Random ist nicht definiert. Wir haben gesagt, bevor wir unseren Testcode ausführen können, müssen wir dafür sorgen, dass alle Funktionen, alle Methoden, alles, was irgendwie extern ist für das Modul TimeIt, müssen wir dafür sorgen, dass es importiert wird. Wir haben Linear Search und Binary Search zwar weitergegeben, aber diese Random leider nicht. Das müssen wir auch noch reparieren, indem wir im Setup einfach als zweite Zeile Import Random schreiben. Und das brauche ich natürlich für die binäre Suche genauso sehr. Wenn ich das jetzt ausführe, dann sieht es, mal gucken, wie sieht es aus. Hier die binäre Suche ist schon wieder langsamer als die lineare Suche und für die große Liste sogar auch wieder. Was ist jetzt immer noch los? Ich habe ihm gesagt vor ein paar Minuten, es liegt an zwei Parametern hier, die wir falsch designt haben. Wir haben das erste repariert, indem wir nicht nach der Zahl 42 suchen, sondern nach einer zufälligen Zahl. Allerdings kann die lineare Suche immer noch Glück haben und eine kleine Zahl bekommen. Wie können wir das verhindern? Wir müssen einfach diesen Test ganz, ganz, ganz oft wiederholen, sodass die Random-Funktion uns immer verschiedene Zahlen liefert, damit wir tatsächlich das ausgleichen können, dass die Elemente nicht nur von vorne reinkommen können, sondern auch ganz große Elemente gesucht werden können. Dafür muss ich diese Num-Parameter, dieses Num-Parameter erhöhen und ich erhöhe es mal auf 10.000. Wenn ich das jetzt ausführe, wir fangen das mal an, denn Sie werden sehen, dass es jetzt auch noch ein bisschen dauert. Und zwar für die kleine Liste war es natürlich überhaupt kein Problem. Klein und groß, man sieht jetzt, die lineare Suche ist immer noch genauso schnell eigentlich wie die binäre Suche, wenn nicht sogar schneller, wenn man ganz genau haben will. Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass diese Zahlen, Sie merken schon, diese hoch minus 5 ist jetzt weg. Und zwar, weil diese Sekunden sind gemessen für alle 10.000 Durchläufe. Das ändern wir erstmal nicht, weil es einfacher ist, darüber zu sprechen, über diese Zahlen. Genau genommen sollte man aber diese Zahl, dieses Ergebnis durch 10.000 teilen, um die Laufzeit, um die durchschnittliche Laufzeit von einem Testcode wirklich zu bekommen. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, weil es tatsächlich langsam ist. So, endlich. So, jetzt sind wir endlich fertig. Sie merken es vielleicht auch in meinem Computer hier, dass es ein bisschen gedauert hat. Also insgesamt 86 Sekunden für die binäre Suche und 149 für die lineare Suche. Jetzt hatte die lineare Suche keine Chance mehr. Jetzt habe ich es tatsächlich gezeigt, dass wenn man es ganz oft wiederholt und der linearen Suche immer zufällige Elemente zum Suchen gibt, dann versagt sie, dann ist sie eben langsamer. Was bedeutet das jetzt für uns? Einerseits muss man wirklich beachten, dass für kleine Listen der Unterschied zwischen lineare Suche und binäre Suche ist nicht wirklich dominant, es ist nicht wirklich interessant für uns. Und wenn man in seinem Programm tatsächlich immer nur sehr, sehr kleine Suchlisten hat, dann ist es relativ egal, ob man die lineare Suche hat oder die binäre Suche. Allerdings, wenn die Eingabe wächst, das heißt, man hat große Datenbanken, man hat große Dateien, die man durchsuchen muss und diese Suche passiert immer und immer wieder. Nehmen wir an, Sie haben ein Datenbanksystem implementiert, das die ganze Zeit damit arbeitet, irgendwelche Bewerbungen von Studierenden für ein Masterprogramm zu bearbeiten. Dann würde Sie durchaus nerven oder den Benutzer nerven, wenn diese Suche tatsächlich ein paar Sekunden sogar länger dauert als die andere. Dort ist es durchaus sinnvoll, diese binäre Suche zu implementieren oder vielleicht sogar eine schnellere Suche. Was bedeutet das auch noch für uns? Es bedeutet, dass wenn man Algorithmen überhaupt designt, wenn man sie formt und programmiert, dann sollte man ein Auge drauf haben, was passiert, wenn die Eingabe wächst. Was passiert, wenn die Eingabe dieser Funktion, dieses Algorithmus tatsächlich sehr groß wird. Interessiert mich weniger, was passiert, wenn die Eingabe klein ist. Was passiert, wenn sie sehr groß ist. Und das werden wir auch in einem weiteren Video betrachten, aber hier nur so als Hinweis. Es interessiert mich, wie schnell wächst die Laufzeit.
Nicht genau, wie viel die Laufzeit ist, sondern wie schnell wächst diese Laufzeit mit dem Wachstum der Eingabe. Das nennt man auch asymptotische Komplexität. Und wie gesagt, das werden wir in einem späteren Video betrachten. Dankeschön.